Zeig mir, was du fährst, und ich sage dir, was du bist. Je dicker das Auto, desto wichtiger der Mensch. Und je mieser der Wagen, desto unbedeutender der Mensch. Aber wenn man irgendwann gar nichts mehr fährt, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass man gar nichts mehr ist. Für mich bitte mit Ketchup. Für mich auch. Ja, natürlich. So, Jungs, macht 260. Lasst euch schmecken. Schon wieder, ihr verdammten Hosenscheißer! Das auch noch. Nicht erreichbar. Bitte nehmen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal auf. Toll, der geht nicht mal ran. Bestimmt hockt er wieder in so einem beknackten Meeting. Der wird schon kommen, wenn er es dir versprochen hat. Mhm. Das hat er vor den Osterferien auch. Vor Weihnachten, den Herbstferien. Aber sein Scheißjob ist ihm jedes Mal wichtiger als ich. Hey. Ich sehe meinen auch nicht viel öfter. Ja, deiner kommt aber morgen. Und hängt dann den ganzen Urlaub wegen seinem Job am Telefon. Zeit hat er für mich auch nicht. Kenn ich. Dafür haben sie wenigstens Kohle. Hey! Okay, mir zweimal. Das ist meine Ecke! Sag mal, mach einen Abgang! Oder es klatscht, aber ja, keiner raus! Ja, ist ja gut. Müssen wir hier kaufen. Oh, Mann, ey. Mich hat nicht zuletzt die aktuelle Kampagne des Profifußballers Jesus auf Telpic als internationalen Player aufmerksam gemacht. In der globalen Ausrichtung kann ich meine Erfahrungen und Fähigkeiten am effektivsten einsetzen. Lange Jahre war ich Junior Sales Manager in Hongkong, daran anschließend Senior Marketing Manager bei der deutschen Dependance. Dort war ich verantwortlich für die Einführung des ersten firmeneigenen Smart. Und? Was ist mit ihm? Sehen Sie in ihm den neuen Leiter der Marketingabteilung? Möller, Sie müssen noch eine Meinung haben. Naja, also glauben Sie, dass dieser Mann nah genug am Puls der Zeit ist? Dass er sich mit modernen Marketingstrategien auskennt? Mit Social-Media-Kampagnen? Mit vitalem Marketing? Sie meinen virales Marketing? Würde ich mal als besser wissen, dann verraten Sie mir mal, ob dieser alte Zausel da ein Mann der Zukunft ist. Naja, nicht wirklich. Warum verplempern Sie dann meine Zeit mit ihm? Sie sollten eine Vorauswahl treffen, verdammt nochmal! Oh. Bin ich eigentlich nur von Idioten umgeben? Ja! Herr Hoffmann, könnte ich Sie bitte kurz in Ihrem Büro sprechen? Wenn ich wiederkomme, haben Sie die ganzen Versager aussortiert, kapiert? Sonst rollen hier bald auch ein paar Köpfe. Mann, ich drehe hier noch durch. Warum holst du mich denn aus der Sitzung? Ach, Lorenz, die schöne neue Krawatte. Jetzt hast du dich schon wieder eingesaut. Gut, dass ich immer eine zweite hier habe. So kannst du als Personalchef nicht rumlaufen. Deswegen hast du mich gerufen? Nein, es gibt Probleme mit deinem Termin in München übermorgen. Was? Wieso? Die Fluglotsen streiken. Du musst leider mit der Bahn fahren. Bist du wahnsinnig? Ich sitze nicht 6 Stunden im Zug mit meinem Rücken. Fahre ich lieber mit dem Auto. Ja. Vielleicht doch besser so. Du musst am Abend auch noch auf die Feier am Tegernsee. Okay. Was noch? Hast du mich vermisst? Liebst du mich auch so wichtig? Ja, bitte, Marie, du willst jetzt nicht über Gefühle sprechen. Das ist ziemlich unprofessionell. Entschuldigung. Hartmut, bist du das? Nein, das bin ich nicht. Hey, erkennst du deinen Kumpel nicht mehr? Wir waren keine Kumpels. Wir waren Kollegen. Ja, wir haben gerade neulich im Golfclub über dich gesprochen, was wohl aus dir geworden ist. Und manche dachten, du bist tot. Das Gefühl habe ich auch manchmal. Danke der Nachfrage. Aber so schlecht kann es dir doch gar nicht gehen. Ja, warum machst du denn so einen Scheißjob? Wieso? Das ist wie früher. Ich arbeite mit lauter Würstchen zusammen. Ja, sehr.
Aber mal im Ernst, was mit deiner Abfindung? Die kann doch nicht weg sein. Schulgeld für die Tochter und halt für die Ex. Ich muss auch von was leben. 5 Jahre sind schnell vorbei. Kann ich irgendwas für dich tun? Könntest du ein gutes Wort bei Telpik für mich einlegen? Ich habe ihn nämlich beworben. Ja gut, ich bin nicht jünger geworden. Aber ihr werdet keinen besseren finden. Über das Gehalt lasse ich mit mir reden. Ich dachte eher, dass ich dir eine Wurst abkaufe. Oh, du, ich muss leider weiter. Ich habe ein Meeting. Man sieht sich. Du mich auch. Mein Name ist Hartmut Sprenger. Ich glaube, ich muss mich hier nicht groß vorstellen. Ich war 15 Jahre lang Head of Marketing bei Comic-Con. Hier schon wieder. Nach einer zwischenzeitlichen Phase der Umstrukturierung möchte ich mich nun wieder meinem... Als wir vor 5 Jahren Comic-Con übernommen haben, durfte ich ihn im Auftrag von Herrn Hoffmann entlassen. Damals war ich noch Praktikant. Katrin! Wieso gehst du nicht ran, wenn Uli hier dich anruft? Ja, du, ich bin noch in einem Meeting. Natürlich. Bitte ruf sie sofort zurück. Sie will wissen, wann du morgen kommst. Wie morgen? Morgen beginnen die Ferien und die wolltest zusammen wegfahren. Schon wieder vergessen? Nein, das tue ich nicht. Aber mir ist was dazwischen gekommen. Ich musste dringend geschäftlich nach London. Du hast es ihr versprochen, verdammt nochmal. Ihr habt euch seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen. Ja, ich weiß. Kannst du sie nicht abholen? Warum machst du nicht ein paar schöne Tage? Ich kann sie nicht abholen, mein Wagen ist kaputt. Außerdem möchte Olivia ihre Ferien mit ihrem Vater verbringen. Was daran so schwer zu kapieren? Ich wäre dann soweit, Frau Doktor. Herr Vogler, ich habe es Ihnen doch bereits erklärt. Ich bin keine Ärztin und für die Krankengymnastik müssen Sie sich nicht immer ganz ausziehen. Ja, ich bin gleich da. Ich sag dir eins, Hartmut. Yes, I'll be back in a second. It's just my lovely ex-wife on the phone. Ja. Ich muss jetzt wirklich aufhören. Der CEO ruft zum Conference Call, ja? Wenn du Olivia noch mal im Stich lässt, wird sie dir das niemals verzeihen. Und ich dir auch nicht. Ja, ich weiß. Ja. Ich bin das Versteckspiel jetzt langsam satt. Wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen. Warum machen wir es nicht endlich offiziell? Ich wusste von Anfang an, dass das nicht geht. Und wenn ich kündige? Jetzt sei nicht albern. Ich brauche dich hier. Was ist mit heiraten? Das kann uns keiner verbieten. Um Gottes Willen, ich muss schon Unterhalt für 2 Ex-Frauen bezahlen. Was soll das? Was bin ich denn überhaupt für dich? Du bist für mich ein Wahnsinn. Was für ein Geschoss. Danke. Das Schätzchen, das wäre was für mich. Warum kaufst du dir nicht eins? Hast du denn Ahnung, was der kostet? Fast ein Jahresgehalt. Dafür ist aber ganz schön wenig Platz. Ob da wohl ein Kindersitz reinpasst? Das ist doch keine Familienkutsche. Das ist ein Wagen für Männer, die was erreicht haben. Die sich von nichts und niemandem aufhalten lassen. Hey, Pfoten weg da! Oh, Verzeihung, Herr Hoffmann. Wem gehört denn der Flitzer? Das ist ein Geschenk für unseren Herrn Jesus. Der kommt aus Argentinien, der nennt sich Jesus. Jawohl, Herr Hoffmann. Im Spanischen spricht man J wie scharfes Jesus. Jawohl, Frau. Und wofür kriegt er den Flitzer? Wohl kaum für die lächerlichen 3 Tore nach Spielen oder den vergeigten Elfer gegen Paris. Ja, nee, der Wagen ist ein Geburtstagsgeschenk von den Herrn Dr. Huber, höchstpersönlich. Und warum steht er dann hier? Die Feier ist doch am Tegernsee. Ja, ich weiß, ein Fehler vom Händler. Ich versuche schon seit Stunden jemand zu finden, der den Wagen überführt, aber... Dann geben Sie mir mal die Schlüssel, ich mach das. Ich bin selbst auf der Party eingeladen. Entschuldigung, Herr Hoffmann, aber da bräuchte ich schon die Erlaubnis von Herrn Huber. Also, wenn er nur an den Wagen klitzekleiner Kratzer rankommt, dann bin ich meinen Job los. Also, wenn Sie Angst um Ihren Job haben, dann sollten Sie sich besser nicht mit dem Personalchef anlegen, oder? Im Stundenlohn wäre ich in 200 Jahren Millionär. Sag ich ja.
Jeder kann es schaffen. Sorry nochmal wegen vorhin. Nicht persönlich nehmen. Ja, schon gut. Gesetz der Straße. Ja. Herrscht halt ein rauer Ton hier bei uns. Kennst du ja schon. Wenigstens ehrlicher als im Big Business. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit der Jobsuche, Mr. Supermanager? Hast du es endlich aufgegeben? Natürlich nicht. Aufgeben ist was für Versager. Ich weiß, dass ich der Beste bin. Man muss mir nur eine Chance geben. Seit Monaten dieselbe Leier. Diesmal habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Ich habe sogar ein paar Bewerbungsvideos rausgemailt, sogar in meine alte Firma. Irgendwas muss jetzt klappen. Video? Ja, das ist heutzutage bei Bewerbungen für Spitzenpositionen so üblich. Das erspart das erste Vorstellungsgespräch. Ja, das erspart vor allen Dingen den Personalfuzis, dir in die Augen zu schauen, wenn sie dir denn die Abfuhr erteilen. Oh. Ja. Ah, entschuldige. Olivia, Spatz, ich wollte dich auch gerade anrufen. Zu sagen, wenn du morgen kommst? Ja, du, das ist ein bisschen schwierig. Hier geht's gerade um die Wurst, also um Arbeit. Und warum nimmst du nicht in Zug und fährst zur Mama? Du versprochen hast, dass wir zusammen wegfahren. Ja, ich habe mich ja auch gefreut, aber vielleicht machen wir das besser in den Sommerferien. Das sagst du jedes Mal. Hast du mich damals aufs Internat abgeschoben, damit du mich überhaupt nicht mehr zu sehen brauchst? Olivia, bitte sag sowas nicht. Ich möchte, dass du die beste Ausbildung bekommst. Denk doch mal an die Zukunft. Ich denke ja an die Zukunft, und zwar an morgen. Und da wollten wir zusammen wegfahren. Es tut mir leid, aber ich werde hier dringend gebraucht. Ich melde mich, sobald sich alles beruhigt hat, ja? Aber... Nein, ich hab dich lieb, Olivia. Papa? Er kommt schon wieder nicht. Was war's? Dann droh ihm doch, dass du abhaust. Meine Eltern waren in 2 Stunden da. Olivia. Wenn du bis morgen Punkt 14 Uhr nicht da bist, dann hau ich ab. Ich lasse mich vom Erstbesten mitnehmen, und wenn ich dann mit aufgeschlitzter Kehle im Straßengraben liege, ist das deine Schuld. Olivia, bitte mach keinen Unsinn. Ich tu was. Olivia? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was ist denn los? Meine Tochter will aus dem Internat abhauen. Und was machst du denn hier noch? Ja, was soll ich denn machen? Soll ich das Suchticket vielleicht mit Würstchen bezahlen oder was? Nimm noch mal deinen Arsch in Bewegung und sieh zu, dass du sie davon abhältst. So aus, als hätten wir zwei Hübschen denselben Weg. Super. Wir sind aber zu dritt. Vergessen Sie es, die passen da hinten nicht rein. Die versauen wir ja das Leder. Na, dann nehmen Sie ihn doch mit. Er wartet schon seit 2 Stunden. Das wäre noch schöner.
Kommen Sie, Sie können hier mitfahren. Danke. Vielen Dank, Sie. Sie sind meine Rettung. Nichts anfassen. Kein Essen, kein Trinken, kein Gequatsche. Mein Auto, meine Regeln. Kapiert? An Ihrer Stelle würde ich in den 5. schalten. Sie sind aber nicht an meiner Stelle. Wo wollen Sie eigentlich hin? Wo wollen Sie denn hin? Ich stelle hier die Fragen. Ich muss zu meiner Tochter in die Nähe von Gera. Ach, das tut mir leid. Das liegt so gar nicht auf meiner Strecke. Ich muss nach München? Da müssen Sie an Gera vorbei, wenn Sie nicht über Moskau fahren. Haben Sie den Wagen neu? Relativ. Schick. Aber was für eine Benzinschleuder. Wer hat, der hat. Beziehungsweise, wer hat, dem wird's genommen. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich war auch mal jemand. Ich hatte 200 Leute unter mir. Ein Loft in Berlin-Mitte. Ich war mit dem Bürgermeister essen. Und wer war das nicht? Nein, im Ernst. Ich bin auch mal so einen schicken Sportwagen gefahren. Warten Sie. Ich habe ein Foto. Zugegeben, meiner war ein paar Preisklassen tiefer. Aber ich kenne das Gefühl, in so einem Flitzer zu sitzen. Die Blicke der Leute, wie sie denken. Schau mal, der hat's geschafft. Der Mann geht seinen Weg. Ja. Ja, direkt ein Spritzer. Vor ein paar Jahren musste ich ihn schweren Herzens verkaufen. Was habe ich nochmal gesagt, dass Sie eingestiegen sind? Nichts anfassen? Exakt. Und kein Gequatsche. Bitteschön. Wie Sie wollen. Ich sag nichts mehr. Lieber, ja? Ja, ich bin schon auf der Autobahn. Hä? Ich verstehe dich nicht, der Empfang. Warte, ich fahr rechts ran und ruf dich zurück, ja? Hab dich lieb. Fahren Sie mal rechts ran. Bitte? Ich muss meine Tochter zurückrufen, bevor sie irgendein Blödsinn macht. Das ist ja wohl nicht mein Problem. Jetzt kommen Sie schon, fahren Sie rechts ran. Auf dem Standstreifen halten ist verboten. Das ist ein Notfall. Hier, da können Sie halten. Lassen Sie mich los. Jetzt raus da. Sie haben Nerven. Olivia, hörst du mich? Ja, jetzt beruhige dich. Ich bin doch schon unterwegs. Nein. Du rührst dich nicht von der Stelle. Nein, ich bin pünktlich um 14 Uhr da. Versprochen. Ja, ich hab dich lieb. Naja, Kinder, haben Sie welche? Nein. Ja, das sieht man. Was soll das denn heißen? Kinder würden so einen schönen Wagen ja doch nur schmutzig machen. Was ist das? Bin mir nicht sicher. Verdammt nochmal, sind Sie von allen guten Geistern verlassen. Steigen Sie aus, sofort! Ich fass es nicht. Tut mir leid. Wissen Sie, was so ein Bezug von dieser Kopfstöße kostet? Wie viel denn? Ich weiß es nicht. Keine Panik, es geht bestimmt wieder raus. Finger weg. Damit verreiben Sie es bloß. Es ist gut, dass es kein Ketchup ist. Das sind vielleicht hartnäckige Flecken. Shit.
hat man davon, wenn man hilfsbereit ist. Nee. 265? Ist noch 72. Da geht was. Auf jeden Fall. Wieso da bin ich rausgenommen? Bin ich doch. Ich trauere. Gibt's doch nicht. Cockpit, rein nicht pflegt, steh doch drauf. Mist, was ist das für ein Zeug? Oh, Verzeihung, ich hab Sie gar nicht kommen sehen. Es war keine Absicht. Warum sind Sie dann so nervös? Schlechtes Gewissen? Fahrzeugschein, Fahrerlaubnis bitte. Ja, zugegeben, ich war ein wenig zu schnell. Die Autobahn war leer. Hab doch niemanden gefährdet. Ja, bitte. Führerschein, Fahrzeugschein. Da hat's ja mal den richtigen erwischt. Hoffentlich verliert der Angeber seinen Lappen. Achso, ja, wie wär's mit einem kleinen Obolus fürs Benzin? Zehner oder so. Ich zahle sie mit Senf. Mehr habe ich nicht. Das heißt, Sie haben von dem Aufprall gar nichts mitbekommen. Welcher Aufprall? Oh Gott, was ist passiert? Nichts. Alles gut, war nur ein kleiner Spaß. Was soll das? Warum machen Sie das? Das ist eine polizeiliche Strategie, um eine heikle Situation zu deeskalieren. Wieso ist das hier eine heikle Situation? Kommen wir gleich dazu. Sie sind Lorenz Hoffmann? So wahr ich hier stehe. Laut Fahrzeugschein gehört der Wagen einem gewissen Francisco de Pérez Mendoza y González da Cruz. Ja, besser bekannt als Jesus. Jesus, der Fußballer. Der Jesus? Ja. Das ist ein guter Freund von mir. Ich bringe ihm den Wagen zum Tegernsee. Wir feiern am morgen Abend eine kleine Party. Ja, viel Grund zum Feiern hat er eigentlich nicht momentan. Der Elfer gegen Paris Saint-Germain. Eieieiei. Jeder hat doch mal ein kleines Problem. Selbst Jesus, der wie gesagt ein guter Freund von mir ist. Ich könnte ein paar Autogramme besorgen. Ja, wenn er so ein guter Freund von Ihnen ist, dann kann er Sie vielleicht auch hier abholen. Ansonsten müssen wir den Abflipp-Dienst rufen. Wieso? Sie haben soeben Ihren Führerschein verloren. Das können Sie doch nicht machen. Sie hören ja von uns. Und denken Sie nicht im Traum daran, sich wieder hinter das Steuer zu setzen. Wir behalten Sie im Auge.
Lorenz? Wo steckst du denn schon wieder? Marie, es gibt ein Problem. Was, wieso? Ist was mit dem Auto? Hallo? Lorenz? Hat sich erledigt. Na, wie geht's, wie steht's, Kollege? Wissen Sie, ich hab mich gefragt, ob... Also, es tut mir leid wegen vorhin. Sie müssen mir aber auch verstehen, dieser Fleck, wie auch immer, es war ja nur Senf, ich habe da ein bisschen überreagiert. Bisschen? Ja, ich gebe es ja zu, ich habe überhaupt kein Problem, Fehler einzugestehen. Wie dem auch sei, mir ist da was Blödes passiert. Mein Tennisarm hat sich gemeldet, ganz plötzlich, aus nichts. Sie Ärmste. Ja, und wie? Ich kann überhaupt nicht mehr schalten. Sie wissen, mein Wagen, der hat... 6 Gänge. Ja, hätten sich mal besser eine Automatik gekauft. Ja, also wo Sie recht haben, da... naja, jedenfalls, ich habe Sie gesehen und da dachte ich, vielleicht könnten Sie mich ja nach München fahren. Ich muss zu meiner Tochter nach Gera. Wunderbar, das liegt doch auf dem Weg. Ich habe schon eine Mitfahrgelegenheit. So, weiter geht's. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch. Ich bitte Sie, das ist doch nichts für einen Mann von Ihrem Format. Wollen Sie mich verarschen? Nein, ich meine, denken Sie mal in Ihren Sportwagen. Nächster Halt, Gera. Jetzt hauen Sie doch ab, verdammt. Kein Mensch will mit Ihrer Schrottkiste nach Gera. Na, kommen Sie. Ihre Tochter wird Augen machen. Hey, wo wollt ihr denn hin? Ich kenne eine Abkürzung. Aber Sie fahren ja wieder ein Stück in die andere Richtung. Hey, so kommen wir ja nie an. Auf Landstraßen ist 100. Als ob Sie sich immer an die Vorschriften halten würden. Natürlich. Warum fahren Sie dann so einen Rennwagen? Weil ich es mir leisten kann. Dann genießen Sie es. Kann schneller vorbei sein, als Sie denken. Keine Sorge. Wie alt sind Sie denn? 60? 60? Ich bitte Sie. 59? Also wirklich. 58? Also, im besten Entlassungsalter. Blödsinn. Ohne mich würde der Laden gar nicht laufen. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Dann haben Sie mich gefeuert. 20 Jahren. Dann werden Sie nicht ganz unschuldig gewesen sein. Und ob? Ich habe den Laden mit aufgebaut. Ich habe für meinen Job gelebt. Ich habe mir 20 Jahre lang den Arsch aufgerissen für Comic-Con. Comic-Con? Kennen Sie wahrscheinlich. Nie gehört. Glaube ich nicht. Unsere Marke hat einen Bekanntheitsgrad von über 64% im marktrelevanten Segment. Ach was. Und das war vor allem mein Verdienst. Ich war dort Marketingdirektor. Vor 5 Jahren wurden wir dann von Telpeak geschluckt. Und der neue Personalchef hat aufgeräumt. Verdammter Arschloch Hoffmann. Was? Herr Hoffmann hieß der Typ. Lorenz Hoffmann. Den Namen werde ich nie vergessen. Was für ein Drecksack. Er hat mich gefeuert, weil ich angeblich zu alt und zu teuer war. Die Zeiten sind nun mal hart für jeden von uns. Dachte, Ihnen geht's bestens. Naja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Na, jedenfalls, dieser Hoffmann hatte nicht mal den Anstand, mir in die Augen zu schauen, als er mich gefeuert hat. Er hat einen Praktikanten zu mir nach Hause geschickt, um mir die Papiere vorbeizubringen. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Gott sei Dank. Wie bitte? Ich meine, ist vielleicht besser so, sonst hätten Sie sich ja zu irgendeiner Dummheit hinreißen lassen. Ich hätte ihm alle Knochen gebrochen. Und wegen diesem feigen Arschloch muss ich jetzt per Anhalter fahren, weil meine Tochter durchdreht. Jetzt nehmen Sie es nicht persönlich, der hat ja auch nur seinen Job gemacht. Verteidigen Sie dieses Arschloch? Ich meine ja nur, vielleicht ist er ja privat ein ganz anderer. Entweder man ist ein Arschloch oder eben nicht. Und er ist definitiv eins. Sonst würde er ja nicht hauptberuflich Leute entlassen. Also Personalchefs stellen ja in erster Linie ein. Also das sind Erfolgsgeschichten, über die niemand spricht. Sind Sie etwa aus der Personalerbranche? Ich? Nein. Nein. Ich mache was ganz anderes. Was denn? Was ist das? Jemand hat vergessen zu tanken. Wir sind gerade an der Tankstelle vorbei, so 2-3 Kilometer. Ja, dann nichts wie hin. Das ist Ihr Auto. Nein. Also schon, aber mit meinem Tennisarm, da kann ich ja wohl kaum einen Benzinkanister schleppen. Ich bin wirklich kein Jammerlappen, aber ich habe große Schmerzen. Also gut. Haben Sie Geld? Aber kommen Sie bloß wieder. Nee. Mit der Kohle setze ich mich ab. Nach Rio.
heißt der Typ, verdammt nochmal? Keine Papiere, war ja klar. Wahrscheinlich kommt er eh nicht zurück. Fragt sich, wer hier der Drecksack ist. Jawohl, geht doch. Wir haben doch gesagt, wir haben ein Auge auf Sie. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Wie oft soll ich es noch sagen? Ein Freund von mir ist gefahren. Jesus hat Sie also wirklich abgeholt? nein, ein anderer Freund. Die Handynummer dieses Freundes haben Sie aber nicht per Zufall. Leider nein. Wie er heißt, wissen Sie auch nicht. Es fällt mir einfach nicht mehr ein. Seit wie vielen Jahren sind Sie denn befreundet? So ungefähr. Seit 3 Jahren? Seit 5? Seit 12? Okay, es ist kein Freund. Alles andere als das. Ich habe ihn als Anhalter an der Raststätte mitgenommen. Ich dachte, er ist gefahren. Ist er ja auch. Ich habe ihn quasi als Fahrer engagiert. Dieser geheimnisvolle Freund. Der steht jetzt hier. Neben ihm. Der sagt Ihnen, was Sie tun sollen. Also ich habe das Gefühl, Sie nehmen mich nicht ernst. Oh doch. Wir nehmen Ihren Fall sogar sehr ernst. Ja, bitte, nein, warten Sie. Jetzt reiß ich mal zusammen, Mann. Da ist er. Kommen Sie, beeilen Sie sich. Ja, sehen Sie, es gibt ihn wirklich, ich bin nicht verrückt. Alles in bester Ordnung. We jumped to the band, had a job to do the other night, quite far to go. I put a pedal to the metal at the engine rail, just held for the very next show. We smelled like a bar hung over in the car, just trying to get a little bit of sleep. But Rush just said, boys, it's 3 o'clock, no quitters on the highway to hell. That cigarette burned, the booze go round. Ich muss hier am Ring gefallen. Lassen Sie mich überlegen. Nein, ich habe Sie nicht im Stich gelassen. Nur weil Ihre Tasche im Wagen lag. Haben Sie reingeschaut? Natürlich nicht. Da ist auch nichts drin. Weil ich nichts besitze. Was ist jetzt mit dem gefallen? Um was geht's denn? Meine Tochter denkt, dass ich immer noch als Marketingchef arbeite und ich will, dass das so bleibt. Verstehen Sie? Ich habe 2 Ex-Frauen. Ich kenne mich mit Lügen aus. Das ist keine Lüge. Sondern? Manchmal muss man eben von der Wahrheit etwas abweichen. Wie Sie meinen. Von mir erfährt sie nichts. Noch was. Ich brauche Ihren Anzug. Bitte? Ihren Anzug? Sehe ich aus wie der Marketingchef eines internationalen Telekommunikationsunternehmens? Definitiv nicht. Ja, eben. Aber wenn Sie mir Ihren Anzug leihen... Ich verleihe grundsätzlich nichts. Sei denn Ihren Führerschein. Was soll denn das heißen? Hören Sie bloß auf, von wegen Tennisarm. Ich habe doch genau gesehen, dass die Polizei Ihren Lappen kassiert hat. Das ist eine unverschämte Behauptung. Gut, dann halte ich bei der nächsten Gelegenheit an und steige aus. Meine Güte, dann kriegen Sie eben mein Jackett. Zufrieden? Mit meinen Hosen? Ich muss aussehen wie ein Chef, nicht wie ein Clown. Sie haben wirklich Nerven. Passen Sie bloß auf, ich muss den Anzug morgen beim Meeting tragen. Ihre Kleidung stinkt nach Leberwurst. Nach Bratwurst. Ich hoffe, Sie tragen wenigstens frische Unterwäsche. Klar, die hat mir meine Haushälterin heute Morgen frisch gebügelt rausgelegt. Wann kriege ich denn meine Sachen überhaupt wieder? Ja, wenn ich meine Tochter abgeholt und bei ihrer Mutter abgeliefert habe, dann fahre ich sie nach München und Sie zahlen mir einen Rückflug nach Berlin. Die Fluglotsen streiken. Ja, Bahnfahrt erster Klasse tut's auch. Sie bewegen sich auf ganz dünnem Eis, mein Freund. Schauen Sie sich doch nach einem anderen Fahrer um. Wir haben uns doch gar nicht richtig vorgestellt. Sprenger. Hartmut Sprenger. Sprenger? Na klar. Hartmut Sprenger. Bitte? Ich meine, Hartmut Sprenger. Ja? Das passt. Ja? Ja. Und? Ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Loh.
Tar. Lothar. Merseburger. Lothar Merseburger. Wie das Städtchen hier. Ja, meine Familie stammt ursprünglich, also ein Zufall, ganz aus der Nähe. Merseburg. Merseburger. Nach zwei. Er müsste längst da sein. Dann komm doch mit. Unser Haus in Südfrankreich ist total super. Wir sind direkt am Meer. Der Strand ist total geil. Für das Surferparadies. Und ich kenne noch ein paar Jungs vom letzten Sommer. Komm schon. Wir können da fett Party machen. Das wird sowieso cooler als mit einem Date. Ich weiß nicht. Was ist, wenn er doch noch kommt? Komm. Jason! Ja, ich ja. Ein Wort zu meiner Tochter. Ja, ja doch. Beeilen Sie sich. Papa! Hallo. Papa. Hallo. Ich dachte schon, du kommst wieder nicht. Du weißt doch, ich halte meine Versprechen. Hm? Na ja. Ist doch alles gut, ich bin ja jetzt da. Ich nehme dein Gepäckspatz. Komm. Hast du den Wagen neu? Ja. Gefällt er dir? Nicht schlecht. Aber es fährt nicht jeder. Darf ich auch mal? Olivia, du bist 16. Na und? Wenn du meine Mails lesen würdest, dann wüsstest du, dass ich letztes Jahr den Führerschein in Florida gemacht habe. Ja klar, weiß ich doch. Aber der Flitzer hier ist einfach eine Nummer zu groß für dich. Hm? Wer ist denn der Typ da? Ist nur ein Anhalter. Seit wann nimmst denn du Anhalter mit? Hat mir leid getan, ist ein Arbeitsloser niemand. Ich denke, wer Arbeit will, findet auch welche. Das hast du früher immer gesagt. Hab ich das? Mhm. Herr Sprenger! Frau Direktorin. Schön, dass Sie sich ja auch mal wieder blicken lassen. Ja, Sie wissen ja, Termine. Mhm. Wie macht sich denn meine Große? Wenn ich Sie mal kurz unter vier Augen sprechen dürfte. Ja, klar. Olivia lässt sich in den letzten Monaten etwas hängen. Tatsächlich? Ja, das kommt öfters vor bei Schülern, die von ihren Eltern beziehungsweise ihrem Vater, sagen wir mal, emotional vernachlässigt werden. Ich zahle hier nicht Tausende von Euro im Monat, um mich von Ihnen belehren zu lassen. Ich weiß nicht, was so ein Wagen kostet, aber gemeinsame Zeit mit der Familie, das ist unbezahlbar. Ist notiert. Sonst noch was? Ja, leider. Wir haben Ihre letzte Zahlung nicht erhalten. Das kann gar nicht sein. Doch, wir haben Sie bereits angeschrieben. Das muss meine Sekretärin verschlammt haben. Sie ist schwanger und momentan ein bisschen, na, Sie wissen schon. Ich kümmere mich drum. Olivia, komm. Hat sie sich über mich beschwert? Ach, was glaubt sie eigentlich, mit wem sie es zu tun hat? Streng dich ein bisschen mehr an und alles ist gut. Steigen Sie aus. Das ist Olivia, meine Tochter, Lothar Merseburg. Ja. Merseburg. Hallo. Ah, da ist ja voll der Fleck. Ja, ich mach das nachher. Und wo soll ich sitzen? Auf der Rückbank. Da passt doch nicht mal ein Hund rein. Da hätten Sie beim Kauf drauf achten müssen. Ich hatte bereits zwei Bandscheibenvorfälle. Und einen Tennisarm. Ein Wunder, dass Sie überhaupt laufen können. Hören Sie, ich brauche nur ein Wörtchen zu sagen. Und Sie müssen zu Fuß gehen. Jetzt steigen Sie ein. Eigentlich in den Urlaub? Erstmal fahren wir zu deiner Mutter. Und dann? Naja, dann fahren wir nach München. Wieso nach München? Weil ich da hin muss. Ich meine, dein Vater, der hat da beruflich zu tun.
Ich denke, wir fahren in den Urlaub. Lass dich doch einfach überraschen. Sie sagen Bescheid, wenn ich sie rauslassen soll, ja? Telefon. Mein Handy ist in Ihrer Hose. Geben Sie mal her. Schnell. Ich hab's gleich. Jetzt lassen Sie mich das machen. Schauen Sie lieber auf die Straße. Hey! Jetzt seien Sie mal nicht so empfindlich. Papa, was ist hier los? Das muss jetzt für dich ein bisschen komisch ausschauen, aber es gibt eine ganz einfache Erklärung dazu. Bingo! Mist. Dagegen gibt's nicht mal Empfang. Was haben Sie eigentlich für ein Problem? Ich muss im Büro anrufen. Ich denke, Sie sind arbeitslos. Bin ich nicht. Wohin waren Sie es noch? Er nennt sich arbeitssuchend. Ist das nicht dasselbe? Ja schon, aber es klingt besser. So ein armes Würstchen wie er muss sich an jeden Schuh anklammern. Sie lehnen sich verdammt weit aus dem Fenster. Wir sind gleich da. So schnell, das ist doch ein Geländewagen. Ist doch nicht Ihr Auto. Nein. Aber weißt du, was so eine Reparatur kostet? Na und? Ist doch auch nicht Ihr Geld. Genau. Ein Sterbenswörtchen zu meiner Ex-Frau, ja? Gibt es jemanden, den Sie nicht anlügen? Ja, Sie. Wo wollen Sie hin? Kurz Hallo sagen. Kaffee könnte ich auch gebrauchen. Höchstens einen Espresso. In 10 Minuten sind wir wieder auf der Straße. Keine Minute länger. Wollen Sie? Ja. Komm. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Mein Rücken. Ich hab's ja gesagt, man kann hier nicht sitzen. Olivia! Warum rufst du denn nicht an? War eine ganz spontane Entscheidung. Oh. Es muss auch immer noch eine Nummer größer sein, ne? Ich meine, du, wer viel Arbeit kann sich auch mal was gönnen. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja sagen, du musst damit was kompensieren. Oh. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Schön, dass du diesmal dein Versprechen gehalten hast. Du weißt, wie wichtig das für Olivia ist. Ja. Was ist denn da mitgebracht? Das ist nur ein Anhalter. Seit wann nimmst du Anhalter mit? Ich hatte Mitleid mit ihm. Seit wann hast du Mitleid? Schau ihn dir doch an. Er war mal eine große Nummer, aber dann hat er alles verloren, weil er unverschuldet arbeitslos geworden ist. Und das hast du ihm alles am Straßenrand angesehen? Ja, das ist Menschenkenntnis. Hallo, Herr Anhalter. Guten Tag, Frau. Und Katrin, sagen Sie einfach Katrin. Wir sind ja hier auf dem Land und da kennt jeder jeden. Hallo, Katrin. Ich bin Lothar, Merseburger. Das ist mein Name. Herzlich willkommen, Lothar. Alles in Ordnung? Die Rückbank ist Gift für meinen Rücken. Sie hätten ja nicht mitfahren müssen. Sie haben Glück, meine Praxis ist gleich hier. Jetzt kommen Sie erst mal rein. Nein, nicht nötig. Ich warte im Wagen. Der ist so schüchtern, ich muss ihn quasi anbetteln, dass er überhaupt einsteigt. Habt ihr eigentlich auch Hunger? Nur ist keine Umstände, danke. Wir könnten mal wieder grillen. Ja, gute Idee. Das ist gut. Hier, ja. Es gibt hervorragende Autobahnraststätten. Wo denn? Wie geht's dir eigentlich? Gut. Bestens. Schön. Gut. Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber könntest du mir vielleicht etwas Geld leihen? Ja, gut, ich weiß, du hast schon so viel für mich getan, das Haus, die Praxis, alles. Aber ich bin im Moment einfach nicht flüssig. Das Auto muss ganz dringend in die Werkstatt. Ich sitze hier fest. Das tut mir leid, aber im Moment ist es bei mir auch eher ungünstig. Ich schätze, allein dein Anzug kostet das Doppelte von der Reparatur. Ja, aber dein Wagen muss abbezahlt werden und dann habe ich da schon auch gut, noch... Du musst ja gar nichts erklären, ist ja dein Geld.
Ich habe schon seit Jahren keine Bratwürste mehr gegessen, aber diese hier sind ganz ausgezeichnet. Das freut mich aber. Wenn ich gewusst hätte, dass der feine Herzbesuch ist, dann hätte ich natürlich Austern besorgt. Ich esse sowas öfter, als du denkst. Wahrscheinlich einmal im Jahr auf der Firmenfeier, wenn du dich bei deinen Angestellten als Mann des Volkes verkaufen willst. Also ob sie es glauben oder nicht, aber das funktioniert wirklich bei diesen Idioten. Wenigstens haben sie nur ihren Job, aber nicht ihren Humor verloren. Ja, den lasse ich mir auch nicht nehmen. Mama, haben wir Senf? Oh, ich fürchte nicht. Dr. Lothar, der hat immer welchen dabei. Bitte? Warum haben Sie Senf dabei, wenn Sie seit Jahren keine Bratwürstchen essen? Also das ist wirklich eine verdammt gute Frage. Ja. Naja, ich habe einfach immer welchen dabei, weil... Weil er dann immer seinen Senf dazugeben kann. Geht's in Ihrer Familie auch so zu? Na, ich lebe allein. Das ist jetzt das dritte Glas. Sie müssen auch fahren. Vielleicht sollten wir über Nacht bleiben. Es ist doch gerade so schön. Ja. Das war so nicht abgemacht. Wollen Sie den Rest der Strecke fahren? Scheiße. Herrgott, verdammt noch mal. Das ist meine einzige Hose. Ja, ist keine Panik. Das geht wieder raus. Lassen Sie das. Sie haben doch gar keine Ahnung von Flecken. Beruhigen Sie sich, Lothar. Es ist nur eine Hose. Es ist vor allem nicht Ihre Hose. Ziehen Sie sofort die Hose aus, Idiot. Hey, wie reden Sie mit meinem Vater? Genau, was erlauben Sie sich? Sie sind hier zu Gast in unserem Haus, Ihr kleines Würstchen. Jetzt reicht's mir aber. Lass Sie? Mal. Alles wird gut. Man kann Rotweinflecken mit Kochsalz entfernen. Kann ich? Es tut mir leid. Sie müssen wissen, ich hasse Flecken. Schon als Kind. Hm. So. Du, vielleicht ist er ja so arm, dass er sich von Senf ernähren muss. So ein Blödsinn. Mich hast du dir nie solche Sorgen gemacht. Ja, das war ja auch noch nie nötig. Nicht jeder ist so selbstbewusst wie du. Aber der arme Lothar, der ist ja kurz vorm Nervenzusammenbruch. Da kannst du mal sehen, was Arbeitslosigkeit mit einem macht. Jetzt übertreib mal nicht, ja? Wie der ausgeflippt ist wegen einem Fleck auf deiner Hose, das ist nicht normal. Er mag halt keine Flecken, ja? Ich hasse das Landleben, er hasst Flecken. Du liebst das Landleben, er liebt Senf, so ist das nun mal. Jeder ist anders. Jedenfalls bin ich gestern extra früher aus dem Meeting raus. Hab den Flug umgebucht, damit ich heute pünktlich zu dir komme. Hast du mir eigentlich was mitgebracht? Ja, ich bin in dieser unglaublich teuren Boutique, um die Schuhe zu kaufen, die du dir immer gewünscht hast. Und da fahre ich nach Heathrow zum Flughafen und hab die blöde Tüte im Taxi vergessen. Ehrlich. Ich hab mich sowas von geärgert. Also das ganze Geld, ja? Hartmut, hörst du dir eigentlich mal selbst zu? Ich glaube kaum, dass sich Lothar für deine Luxusprobleme interessiert. Sie müssen wirklich denken, wir haben Probleme. Machen Sie sich viele Sorgen? Lothar? Lothar? Ich habe hier überhaupt keinen Empfang. Ich meinte wegen Ihrer Arbeitslosigkeit. Ach so. Muss man halt durch. Wann hat sie's denn erwischt? Vor ein paar Jahren. War sehr schlimm für Sie. Was genau? Jetzt lass ihn doch. Du siehst doch, dass er nicht drüber reden will. Ja, woher willst du das denn wissen? Ich würde ja auch nicht drüber reden wollen, das ist ja wohl klar. Ich meine, es könnte jeden treffen. Es gibt keine Sicherheit mehr heutzutage. Da muss nur irgendein arrogantes Arschloch daherkommen, der dich für zu alt hält und zack. Bist du erledigt? Ich dachte, ohne dich läuft der Laden gar nicht. Redet ja auch nicht von mir, der Lothar hat mir das erzählt. Dieses arrogante Arschloch, der sie gefeuert hat, dieser Hoffmann. Ach so, aber es ist lange her. Der hat ja seine Gründe, immer schwamm drüber. Sie müssen diesen Kerl nicht auch noch verteidigen. Also wenn ein Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben will, dann müssen auch tote Äste mal abgesägt werden. Sie brauchen junge, effiziente Angestellte, sonst können sie den Laden ja gleich dicht machen. Lothar.
Sie haben überhaupt keine Schuld an Ihrem Schicksal. Ja, tut mir leid, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Es muss an dem Bein liegen. Ich brauche ein bisschen Schlaf. Ich glaube, Sie brauchen erstmal eine richtige Behandlung. Gute Nacht. Vorsicht, ich hab's an der Bandscheibe. Sie sind völlig verspannt. Wahrscheinlich sitzen Sie den ganzen Tag und schreiben Bewerbungen. Ja. Ah! Ja, das ist ein blockierter Wirbel. Den werden wir jetzt mobilisieren. Kreuzen Sie die Arme. So. Ja, jetzt lehnen Sie sich zurück. Tief einatmen. Besser? Ja. Unter 70 anzufassen. Ich habe hier alles, was ich brauche. Mein Hund, mein Garten, meine Patienten. Aber etwas fehlt dann eben doch. Es kann hier draußen manchmal ganz schön einsam werden. Ja. Können Sie zufällig Autos reparieren? Eher nicht. Egal. Sie können ein paar Tage hier bleiben. Sie machen ein bisschen Urlaub und ich zeige Ihnen Rückenübungen. Der Rest ergibt sich. Oder auch nicht. Tut mir leid, dass ich so direkt bin, aber Sie gefallen mir. Und so oft passiert mir das hier draußen nicht. Was sagt denn Ihr Ex-Mann dazu? Keine Ahnung. Wir sind seit 7 Jahren geschieden. Außerdem war er sowieso immer nur mit seinem Job verheiratet. Jeder lebt sein eigenes Leben. Hauptsache, er nimmt seine Rolle als Vater endlich ernst. Noch vergöttert Olivia ihn ja, aber bald wird es nicht mehr reichen, einmal im Jahr den großkotzigen Gute-Laune-Daddy zu spielen. Wenn ich geahnt hätte, dass ich hier auftauche, dann hätte ich mir wenigstens mal die Haare gemacht, oder? Mich geschminkt. Nein, Sie sehen doch toll aus. Sie sind doch eine außergewöhnlich attraktive Frau, das müssen Sie doch wissen. Und eine geniale Physiotherapeutin, von Ihren Grillkünsten, ja, ganz zu schweigen. Danke, das reicht jetzt erstmal wieder für ein paar Jahre. Was ist? Bleiben Sie? Ja. Gerne. Erzähle ich da, ich muss morgen beruflich nach München. Beruflich? Haben Sie ein Vorstellungsgespräch? Ein Vorstellungsgespräch in einem Hotel, in einem 5-Sterne-Hotel, morgen in München. Das habe ich total vergessen. Gute Nacht. Nacht? Kochsalz, das ist eben Rotwein. Der Fleck ist ja immer noch da. Das Meeting ist im teuersten Hotel Münchens. Halten Sie einfach Ihre Aktentasche vor den Fleck. Das ist ein alter Arbeitslosenfleck. Wenn das so ein guter Trick ist, warum haben Sie denn auch keinen Job? Gibt doch nicht mal ein Vorstellungsgespräch, verdammt. Und? Ist doch gelohnt, hier zu bleiben. Ja, absolut. Eine tolle Ex-Frau. Hätten Sie mir gar nicht zugetraut, was? Ehrlich gesagt, nein. Sie ist wirklich eine tolle Frau. Ja, hab's kapiert.
Wollen Sie auch mal? Tut gut. Na, ich kann das nicht. Außerdem mit meinem Rücken. Ist ganz einfach. Denken Sie an irgendein Arschloch und hauen Sie mit voller Wucht zu. Ich denke mal an diesen Hoffmann. Ja. Heidewitzka. Sehen Sie? Darf ich noch mal? Ja, nur zu. Lassen Sie es raus. Hoffentlich geht das jetzt nicht die ganze Nacht. Ich kann so nicht schlafen. Da kannst du übersehen, dein Vater arbeitet sogar nachts in seiner Freizeit. Das werde ich ihm aber in unserem Urlaub verbieten. Viel Glück. Ich habe da jahrelang gegen eine Wand geredet. Ich glaube, Katrin ist die einzige Frau, die ich jemals wirklich geliebt habe. Und ich hab's was damit. Sie sind wirklich ein Idiot. Sie ist eine tolle Frau. Sagen Sie jetzt zum dritten Mal. Haben Sie sich etwa in Sie verguckt? Was denken Sie von mir? Sie mag Sie. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, sie hat Mitleid mit Ihnen. Sie hält Sie für einen armen Schlucker. Aber wenn's passiert, passiert's. Ich hätte jedenfalls nichts dagegen. Dass ich mich in Ihre Ex-Frau verliebe? Machen Sie, was Sie wollen. Ich würde mich gern mal wieder verlieben. Glaubst du, Papa hat eine neue Freundin? Wegen dem Auto. Habe ich auch schon gesagt. Manche Frauen stehen auf sowas. Ja, du ja wohl hoffentlich nicht. Ich stehe mir auf Skateboards. Aber ich würde es Papa gönnen. Hauptsache, er ist happy. Ich kann es ihm auch. Solche Sorgen kennen Sie nicht, was? Dickes Auto, schicker Anzug. Ich kann nicht klagen. Sie sind eben ein Glückspilz. Ich habe mir das alles hart erarbeitet. Egal. Jedenfalls haben Sie alles, um glücklich zu sein. Toller Job. Finanzielle Freiheit. Wahrscheinlich haben Sie so eine junge Modelfreundin, die Sie über alles lieben. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich würde trotzdem mit Ihnen tauschen. Jedenfalls haben Sie einen Job. Und Sie eine Tochter. Der ich aus dem Weg gehen muss. Damit sie nicht merkt, was mit mir los ist. Dann hören Sie ja nicht auf mit dem Theater. Das wird sowieso auffliegen. Wie wollen Sie ja denn erklären, warum sie morgen nicht mitkommen kann? Keine Ahnung. Arbeit, was weiß ich. Sie wird sie dafür hassen. Jedenfalls muss sie sich nicht für mich schämen. Außerdem ist das alles nur eine vorübergehende Grenzerfahrung. 5 Jahre. Die sind nicht gerade vorübergehend. So leicht lässt sich ein Hartmut Sprenger nicht runterkriegen. Ein bisschen Glück, dann habe ich bald wieder einen gut bezahlten Job. Ich sag's Ihnen nur ungern, aber Sie haben keinerlei Chance mehr auf dem regulären Arbeitsmarkt. Woher wollen Sie das wissen? 0,0. Vollkommen hoffnungslos. Nicht in Ihrem Alter. Es tut mir leid. Aber Sie müssen mit Ihrer Familie einen Tisch machen. Jetzt seien Sie ein Mann. Schauen Sie der Wahrheit ins Gesicht. Du schaffst das schon, Hartmut. Danke. Du, Katrin, ich muss mit dir reden. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wegen dem Unterhalt? Glaubst du, ich habe nicht gemerkt, dass du die letzten 6 Monate nicht mehr zahlst? Das Thema wollte ich eigentlich nur am Rande streifen. Schon gut, ich wollte auch nicht damit anfangen. Du bist mir nicht schuldig.
Wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und? Gut geschlafen? Ach, wie ein Baby. Das muss die Landluft sein. Oder der Whisky. Wie geht's denn dem Rücken? Alles bestens, dank Ihren magischen Händen. Du hast es ihr schon gesagt. Ich war gerade dabei. Morgen zusammen. Morgen. Kannst du dir bitte was anziehen? Wir haben Besuch. Sehr witzig. Nein, im Ernst. Wo willst du denn in diesen Aufzug hin? Nein, in Urlaub. Der Urlaub fällt aus. Tut mir leid. Bitte setz dich. Wir müssen reden. Soll das deine Überraschung sein? Das ist nicht dein Ernst. Ist dein Scheißjob wieder wichtiger als unser Urlaub, ja? Jetzt warte doch mal. Dann arbeite doch am besten noch mehr. Tag und Nacht, dann kriegst du bald einen Herzkasper und brauchst mich nie wiedersehen. Olivia, bitte jetzt sag doch sowas nicht. Du solltest dich was schämen, ja? Olivia, mein Schatz. Hartmut, jetzt lass dich doch nicht noch länger zappeln. Erzähl ihr von der Überraschung. Na, die Überraschung. Dass ihr segeln geht am Tegernsee. Stimmt das? Ja klar, Spatz. Ich würde dich doch niemals anlügen. Papa, ey. Hast du sie noch alle? Ich denke die ganze Nacht über die richtigen Worte nach und dann sowas. Ich hab's ja nur gut gemeint. Ja, gestern Nacht hast du noch gesagt, du soll die Karten auf dem Tisch stehen. Das kannst du doch nach dem Wochenende auch noch. Genieß es einfach. Also, ich fahr dich nach München und du spendierst uns das Wochenende. Ja, Segelboot, Mietwagen, Hotel, Suite, alles, was ihr wollt. Okay, danke, aber warum tust du das? Ich will dir doch... Wehe, du erlaubst dir noch mal so einen üblen Scherz auf Olivias Kosten. Lothar, es hat mich wirklich sehr gefreut. Und mich erst. Ich muss wissen, wie Ihr Vorstellungsgespräch gelaufen ist. Hartmut wird Ihnen meine Nummer geben. Tschüss. Alles gut. Übrigens, für das Meeting bräuchte ich meinen Anzug zurück. Meiner auch schon nach Würstchen. Bist du jetzt auf den Geschmack gekommen? Ah. Aua! Es ist zu eng. Hätten wir das nicht im Gebüsch machen können, so wie gestern auch? Nicht rein. So ist gut. Ich bin drin. Warum habt ihr die Anzüge getauscht? Lothar hat ein Vorstellungsgespräch in München, im Hotel, als Kellner. Restaurantleiter. Ja, wie du willst. Na und? Also leih ich ihm meinen Anzug. Wo ist das Problem? Und was ist mit deinem Meeting? Das habe ich abgesagt. Kannst du das so einfach? Natürlich, Spatz, ich kann das. Die Zeit mit dir ist mir viel wichtiger. Hm. Ist da vorne. Du kannst doch als Kellner nicht mit so einem Wagen vorfahren. Als Restaurantleiter. Als Restaurantleiter auch. Auch wieder wahr. Gut, dass ich dabei bin. Ne? Und denk an den Aktentaschentrick. Aber ihr wartet hier auf mich.
Und? Was machen wir jetzt? Wir warten. Worauf? Auf Lothar. Ist er jetzt immer dabei, oder was? Nein, aber er hat mir versprochen, dass ich meine, es ist doch normal. Ich möchte gern wissen, wie sein Vorstellungsgespräch gelaufen ist. Das ist ja einfach für eine Krise. Herr Hoffmann. Wunderschönen guten Tag, meine Herren. Wollen wir nicht reingehen? Findest du nicht, dass du langsam genug für ihn getan hast? Ja, schon. Ich meine, nein, nein. Außerdem hat er noch meinen Anzug. Den kann ich ihm doch nicht so einfach überlassen. Aber jetzt mach dich doch mal locker. Du brauchst keinen Anzug im Urlaub. Außerdem hast du Dutzende davon. Und der hat sogar einen Fleck. Ich mag ihn halt. Warum denn? Das ist mein einziger. Also der einzige aus dem Material. Und jetzt ist Schluss mit dieser blöden Diskussion. Weißt du was? Das ist mir jetzt echt zu blöd. Ich hock doch hier jetzt nicht stundenlang im Auto rum. Olivia! Olivia! Olivia, bitte steig ein. Nö. Du benimmst dich wie ein bockiger Teenager. Bin ich ja auch. Wo willst du denn hin? Ich mach hier Sightseeing. Du kennst dich hier doch überhaupt nicht aus. Brauch ich auch nicht. Olivia, jetzt bitte. Olivia! Olivia, komm! Komm mal zu uns. Na, gestern, ne? Na, willst du Bier? Ja, gern. Ja. Danke. Komm, ich stell dir mal vor. Wie heißt du? Olivia. Olivia, okay. So, das ist der Johannes. Hi. Hier der Becker. Hi. Nick. Servus. Hey. Ja, ja, Sven ist hier. Anna. Anna. Schauen. Anna. So. Olivia! Olivia! Sieh, dass man die ersten kleinen Chancen machen. Kein Freund. Vater oder was? Entschuldigung, ich bin nur der Vater. Olivia, wir müssen los. Papa! Der Urlaub fängt jetzt richtig an. Hey, weißt du auch eins? Nein, danke. Das haben wir uns verdient. Ja, aber dann lass uns doch wirklich losfahren. Ja, versprochen. Also, tut mir leid. Komm. Tschüss. Ja, Mann, jetzt hört ab, reicht. Schau aus wie eine Schwür. Du haust nicht nochmal ab, ja? Wir wollten die Tage gemeinsam verbringen. Ja, ich weiß. War blöd von mir. Das ist schon gut, Schatz. Oh nein. Toll. Entschuldigen Sie, ich war wirklich nur ein paar Minuten weg. Führerschein und Fahrzeugschein. Kann ich Sie bitte einen Moment in Vertrauen sprechen? Hören Sie. Der Wagen gehört einem sehr guten Freund. Dummerweise glaubt meine Tochter, dass er mir gehört. Verstehen Sie? Versteh schon. Fahrzeugschein und Führerschein. Papa! Wie ich ihn gerade versucht habe zu erklären, gehört mir der Wagen nicht. Die Papiere sind bei meinem Freund. Papa, was ist denn jetzt? Sei doch still, Olivia. Kindergartendebatte sind Sie schwierig. Haben Sie welche? Ja. Führerschein und Fahrzeugschein, bitte. Ich sage ihm doch. Der Wagen gehört einem Freund. Sie sind also mit dem Jesus befreundet? Bitte? Na, mit dem Francisco de Pérez Mendoza y González da Cruz, genannt Jesus, der Fußballer. Also ich meine Jesus, der den Elfer gegen Paris verschossen hat. Der wo nur 3 Tore nach Spielen gemacht hat. Man hat das Gefühl, der ist noch gar nicht richtig in der Mannschaft angekommen. Die würden halt über den rechten Flügel kommen lassen, so wie in der argentinischen Nationalmannschaft. Das stimmt. Da geht's ja auch. Im Verein spielt der Hänger die Spitze. Das ist halt nicht seine Stammposition. Das ist genau meine Rede. Man kann Jesus nicht als falschen Neuner spielen lassen. Der ist ein gelernter Rechtsaußen.
Wissen Sie was? Das Auto, das ist auf dem Jesus zugelassen. Also, ja? Aber was hat der damit zu tun? Das würde ich gern von Ihnen wissen. Ich habe keine Ahnung. Das müssen Sie mir glauben. Wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie einen Eindruck machen wollten bei Ihrer Tochter, indem Sie sich ein schickes Auto, sagen wir mal, ausleihen. Ich klaue doch keine Autos. Fragen Sie Herrn Merseburger. Rufen Sie im Hotel an. Der hat dort ein Meeting. Ich bin gleich wieder da. Wo ist mein Wagen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Marie! Mein Gott, da bist du ja endlich. Warum gehst du denn nicht ans Telefon? Hast du gesagt, was hier los ist? Ja, ich hatte keinen Empfang. Lorenz, du lässt mich hier mit der ganzen Arbeit alleine. Können wir das nicht später? Wir brauchen unbedingt einen Kandidaten für die Marketingabteilung. Bist du überhaupt schon angekommen? Wie war denn überhaupt dein Meeting? Ich muss jetzt auflegen, ich melde mich später. Lorenz, geh noch weiter, geh noch weiter. Und? Haben Sie da recht? Man hat in dem Hotel noch nie was von einem Lothar Merseburger gehört. Das kann gar nicht sein. Ich habe ihn selber dort abgesetzt. Er trägt einen grauen Anzug mit einem großen Rotweinfleck auf dem rechten Hosenbein. Das habe ich nicht erfunden. Wenn Sie wüssten. Da haben wir mal einen da gehabt. Der hat behauptet, er ist der Jesus. Der Fußballer? Na, der andere. Und das können Sie mir glauben. Das war frei erfunden. Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Minuten und dann fangen wir nochmal von vorne an. Und zwar mit der Wahrheit. Was ist? Können wir jetzt endlich gehen? Sag einmal, wie gut kennst du eigentlich deinen Vater? Hallo, Polizei? Mein Name ist Lothar Merseburger. Mein Wagen wurde gestohlen. Ja, Merseburger, Widerstädtchen, genau. Nein, Moment, ich heiße Hoffmann, Lorenz Hoffmann, Entschuldigung. Was erzähle ich Ihnen da? Ja? Nein, wirklich. Es ist kein Scherz. Bitte nicht auflegen. Sagt dir der Name Lothar Merseburger was? Ja, das ist dieser Anhalter. Mein Vater war total nett zu ihm. Er hat ihm sogar seinen Anzug für das Vorstellungsgespräch gegeben. Aha. Das wirst du jetzt nicht gern hören, aber der Vater hat dich angelogen. Das Auto, das gehört ihm nicht. Natürlich gehört es ihm. Es ist ganz neu, er hat mich damit abgeholt. Das glaube ich nicht, dass ich der kleine Würstelverkäufer so ein Auto leisten kann. Was? Mein Vater ist Marketingdirektor. Er arbeitet wie ein Verrückter, er hat nie Zeit, mich zu sehen. Ich kann ihn seit 5 Jahren nicht zu Hause besuchen. Vor ungefähr 5 Jahren hat er seinen Job verloren. Und seit aber Monaten verkauft er Würstel. Hast du eine Ahnung, warum er dich anlügt? Frau Kollegin. Ich bin gleich wieder da. Der Besitzer des Wagens hat sich gemeldet. Er ist unterwegs daher. Was, der Jesus kommt daher? Na, nicht, dass ich wüsste. Oder ist es der Lothar Merseburger? Der Name sagt mir noch gar nichts. Ein gewisser Herr Hoffmann ist unterwegs. Ja, was zum Teufel ist denn da los? Das dürfen Sie mir nicht fragen. Also ich fasse nochmal zusammen. Sie haben das Auto dahergebracht, um es dem Jesus heute Abend am Tegernsee zum Geburtstag zu schenken. Stimmt das? Ist das korrekt? Absolut korrekt. Unterwegs haben Sie aber Ihren Führerschein verloren und haben den Herrn Sprenger als Fahrer engagiert. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Und warum geben Sie sich als Lothar Merseburger aus? Ach so, naja, also... Ich wollte nicht, dass der Herr Sprenger erfährt, dass ich verantwortlich bin. Ich meine, dass verantwortlich war. Ich meine, weil...
Ja. Also, wissen Sie, es ist so ein dummer Zufall. Von allen Anhaltern dieser Welt muss ich ausgerechnet den Herrn Sprenger mitnehmen. Verstehen Sie? Nein. Ich habe den vor 5 Jahren entlassen. Ich habe das total vergessen. Aber er natürlich nicht. Der hasst mich. Warum haben Sie ihn mitgenommen? Haben Sie ihn nicht erkannt? Ja, ich habe ihn zuvor nie gesehen. Das war eine Massenentlassung. Da kann ich mich nicht mit jedem Einzelnen befassen. Und als er mich nach meinem Namen gefragt hat, da habe ich ihm halt einen anderen Namen gesagt. Lothar Merseburger. Das Schlimmste daran ist, dass ich ihn irgendwie mag. Daher wollte ich Sie bitten, mich weiterhin Merseburger zu nennen. So wird er mich immer in guter Erinnerung behalten. Ich weiß nicht, wen ich weniger sympathisch finde. Ein Hoffmann oder ein Merseburger? Also ich ehrlich gesagt auch nicht. Gut, dass du rechtzeitig gekommen bist. Das war aber auch ein blödes Missverständnis. Unglaublich, keinerlei Menschenkenntnis. Diese Polizistin hat mich behandelt wie einen miesen... Lügner und Betrüger. Meinte eigentlich Autodieb. Papa, gibt's irgendwas, was du mir sagen willst? Nein? Wieso? Ist alles in bester Ordnung. Wir zwei gehen jetzt segeln. Das ist nicht viel zu teuer für dich. Spatz, ich hab dir doch gesagt, mach dir niemals Sorgen um Geld. Der Papa kümmert sich um alles. Wiedersehen, Herr Merseburger. Wiedersehen, Olivia. Moment mal, ich komm mit. Warum? Warum eigentlich? Weil ich zufälligerweise am Tegernsee noch ein Bewerbungsgespräch habe. Genau, das Gespräch im Hotel ist nicht so gut gelaufen. Ganz miserabel, um ehrlich zu sein. Und deswegen nehmen wir ihn einfach mit. Müssen wir sowieso dahin. Herrliche Aussicht. Guck doch mal raus, Olivia. Was ist los, mein Spatz? Du bist so still. Ja, wir sind gleich da und dann machen wir es uns so richtig gemütlich. Wie hieß das Hotel nochmal? Alpenblick. Das beste Haus am Platz. Aber großen Spa-Bereich. Und direkten Zugang zum See. Hast du gehört, Spatz? Mir ist übel. Klingt nicht übel, was? Ich glaube, ich muss kotzen. Was? Halt an, sofort. Aber nicht in den Wagen. Nicht so kurz vom Ziel. Olivia, alles in Ordnung? Oh, lass mich. Schlechte Laune, das wird schon wieder. Wenn wir erstmal dort sind. Telefon. Hallo? Hallo? Wer ist da? Ja? Wer spricht denn da? Das ist doch die Nummer von Herrn Hoffmann. Von wem? Herrn Hoffmann, Lorenz Hoffmann. Moment. Hallo? Da will jemand einen Herrn Hoffmann sprechen. Lorenz Hoffmann. Kennt ihn jemand? Ja, das bin ich. Lorenz Hoffmann? Du bist Lorenz Hoffmann? Wer, ich? Nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Also nie gewesen. Ich bin Lothar Merseburger. Zeig mir deinen Ausweis. Komm, sofort. Ja, okay, ja. Ich geb's zu. Ich bin's.
lass uns vernünftig bleiben. Wie war das? Sei ein Mann und schau der Wahrheit ins Gesicht. Ich bin auf dich bezogen, auf deine Situation. Und wie lange wolltest du mich noch verarschen, du feiger Dreckser? Es hat sich einfach nicht die Gelegenheit ergeben, das Thema anzusprechen. Aber Gott, beruhige dich, Hartmut. In ein paar Jahren, da werden wir doch herzhaft drüber lachen. Für dich immer noch Herr Spenger. Arschloch. Was ist los mit dir, Papa? Bist du verrückt geworden? Du dich doch da raus. Ich erklär's dir später. Wann später? Hast du nicht irgendein Meeting in London? Oder musst du zurück an deinen Würstchengrill? Wie viele Ausreden fallen dir noch ein, damit du mich nicht sehen musst, hä? Olivia, Spatz, ich kann dir das erklären. Olivia! Olivia! Hey, mach keinen Blödsinn! Gleich sofort auf den Wagen! Was passiert, habe ich ein verdammtes Problem. Wenn Olivia was passiert, dann hast du keine Probleme mehr. Da bist du nämlich ein toter Mann. Ja, wenn du sie nicht jahrelang angelogen hättest, wären wir noch gar nicht hier. Wenn du mich nicht gefeuert hättest, wären wir jetzt nicht hier. Kapierst du nicht, was du damit angerichtet hast? Glaubst du, mir macht das Spaß? Wenn es ich nicht mache, dann macht es eben ein anderer. Dann lass es doch einen anderen machen. Wahrscheinlich hast du es deshalb am Rücken. Du hast kein Rückgrat. Das sagt der Richtige. Sag mal, geht's eigentlich noch? Haben sie ins Hirn eingeschissen? So, wenn's dir gleich schnauzen Hals erkennst, zu Fuß gehen, ihr Deppen. Ich wollte immer nur, dass du glücklich bist. Dass du stolz auf deinen Vater sein kannst, dass du unbeschwert aufwächst. Ich hab versagt. Ich war nie da, wenn du mich gebraucht hast, von Anfang an nicht. Ich hab deinen 7. Geburtstag vergessen. Den 9. auch. Tag deiner Einschulung, da war ich in Hongkong. Und als du deinen Fahrradunfall hattest, da war ich beim Bewerbungstraining auf dem Arbeitsamt. Ja, und jetzt bist du fast erwachsen. Und ich hab's überhaupt nicht mitgekriegt. Ich kann die Uhr nicht zurückdrehen, aber eins weiß ich, ich will die Zeit, die mir noch bleibt, mit dir verbringen. Mein Gott, ich habe in den letzten Jahren so oft um eine Chance gebettelt. Wegen einem Job, einer Wohnung, einem Kredit. Aber es ist mir noch nie so schwer gefallen wie jetzt, denn eigentlich habe ich es überhaupt nicht verdient, dass du mir eine Chance gibst. Olivia. Was? Du bist so bescheuert, echt. Ja. Ich bin ein Riesenidiot. Weißt du, man kann sich seinen Vater nicht aussuchen. Ich hab dich lieber, Olivia. Ich hab dich wahnsinnig lieb. Wo steckst du denn schon wieder? Warum bist du noch nicht am Tegernsee? Alle fragen nach dir. Was soll ich denen denn jetzt sagen? Naja, es gab Probleme. Lorenz, du hast doch hoffentlich keinen Kratzer reingemacht. Wie willst du das denn Dr. Huber erklären? Marie, es gibt im Moment Wichtigeres. Olivia liegt im Krankenhaus. Olivia, ist das die Frau, die vorhin an deinem Handy war? Sie ist keine Frau, sie ist gerade mal 16. Ich fasse es nicht. Hier geht's drunter und drüber und du guckst mit einer 16-Jährigen durch die Gegend? Olivia ist die Tochter von Hartmut. Und wer zum Teufel ist Hartmut? Der Anhalter. Du nimmst Anhalter mit. Sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Dr. Huber hatte ich wegen deiner Spritze sowieso schon auf dem Kieker. Wann hast du eines letzte Mal gegrillt? Wie bitte?
Ich hätte Holzfäller werden sollen. Ich habe Talent. Lorenz, ich weiß nicht, welcher Affe dich gebissen hat. Aber wenn du jetzt nicht sofort nach Hause kommst, dann bist du mich los. Und kannst deine Karriere als Holzfäller starten. Gute Idee. Warum nicht? Aber wer dieser Typ jetzt eigentlich ist, habe ich irgendwie immer noch nicht verstanden. Es war nur ein Freund. Ein Freund, ja. Olivia, was ist denn passiert? Nur ein gebrochener Arm und eine Platzwunde. Guter Airbag. Wie, ihr hattet einen Unfall? Bist du etwa wieder gerast? Ich bin gar nicht gefahren. Wo ist dein Wagen? Der Schott. Ist doch egal, war sowieso nicht meiner. Der gehört Jesus. Jesus? Der Fußballer. Lothar, wie war Ihr Vorstellungsgespräch? Naja, so richtig gut ist es nicht gelaufen. Ich war natürlich etwas nervös. Ich heiße gar nicht Lothar und ich hatte auch kein Vorstellungsgespräch. Er ist doch nicht arbeitslos. Jetzt wohl schon. Ja, stimmt auch wieder. Ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die wir dir erklären sollten. Na, da bin ich aber gespannt. Was habe ich vorhin gesagt? Man ist, was man fährt? So ein Schwachsinn. Hauptsache, man kommt an.